Jo Leute, was geht ab? Wir reagieren heute endlich mal wieder auf ein neues Video und zwar neun TikToks, die viel zu weit gingen. Seid ihr auf TikTok unterwegs? Ich bin sehr aktiv unterwegs. Schaut gerne auf itz_jobby vorbei für mehr Formel 1 Stuff, aber auch gerne auf itu_jt, da kommt auch immer viel Stuff. Also lasst uns reinstarten. Macht doch hier, abonniert doch hier gerne den Channel kostenlos. Wir starten rein. Wenn eine Videoplattform aktuell immer wieder für Skandale sorgt, dann ist es eindeutig TikTok. In den Medien immer wird wieder für Skandale, naja. Gefährliche Challenges und Trends, die dort stattfinden, berichtet. Ja, das kannte ich auch. Abseits von leichtsinnigen Challenges und dummen Trends gibt es vieles auf TikTok, das einfach nur vollkommen unangebracht ist. In diesem Video präsentieren wir da kann ich auf jeden Fall auch mitreden. Die viel zu weit ging. Euch erwartet unter anderem ein heftiger Ausrast. Ein TikTok-Video, das ein Mann seinen Job kostete und eine Challenge, die wirklich historisch schief ging. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Bleib ich auf jeden Fall. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob Gott sei ihr Dank. Eher deutschsprachige ja, TikToks gut, ich anseht mein... oder hauptsächlich englische Sachen. Beginnen schwierig. Wir mit der Nummer 9 und Prinz. Ich schaue eigentlich alles, was auf der For You kommt. Also ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber für dich benutzt doch keiner, oder? Also dieser, da gibt es ja die abonnierten links und rechts oben die Spalten, aber diesen Link auch, wenn du den folgst, ich benutze die nie, sorry. Kurs von Anhalt, den ihr sicher schon aus Videos wie diesen kennt. Ja. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. In seinem TikTok, welches immerhin schon über 260.000 Views sammeln konnte, zeigt sich der Prinz bester Laune vor einer Garage und erklärt, dass er angeblich schon sehr viel Geld sieht. Mit dem Handeln von Kryptowährungen. Sieht ein bisschen was wie eine fettere Version von David Hasselhoff, also wenn man da nichts sieht. Verdient hatte. Dann erzählt er stolz, dass er eine eigene Plattform eröffnet hat, auf der man dann ein Abo abschließen kann und Trading-Tipps für Kryptowährungen. Ach, was denn sonst? Zieht dann einfach Leute rüber. Markus benannte sogar sein ganzes Profil um und bezeichnet sich jetzt als Krypto-Prinz. Auch wenn das alleine für viele Zuschauer schon peinlich genug war, so ging Markus vor allem mit der Geschäftsmasche dahinter etwas zu weit. Der Prinz suggeriert in seinen TikToks nämlich, dass es für seine Abonnenten ganz einfach wäre, mit seinen Tipps Geld zu verdienen. Der zieht dann die Leute, ich meine nicht abziehen, aber ich meine, der verdient eigentlich nicht durch die Kryptowährung so viel, sondern einfach nur durch diese Kurse, die er irgendwie verkauft, und das ist natürlich Schwachsinn. Also ich würde sowas nie, gerade von so einem, also, nein, also sorry. Für sein Programm fallen jedoch unfassbar schlecht aus. So bestätigt fast jeder Teilnehmer auf der Bewertungsseite Trustpilot, dass es das Geld überhaupt nicht wert sei und Informationen einem User zufolge sogar teilweise einfach nur von anderen Quellen kopiert wurden. Weiter geht's mit hat einfach nur die anderen die richtigen Krypto. Nein, das ist so. Ich hasse diesen Jungen. Ich glaube, er schneidet sich seit über einem Jahr, möchte sich seine Haare abschneiden. In jedem Live, ich schneide meine Haare ab. Wenn du dann kommentierst, wirst du direkt gestrikt. Ich kenne diesen Huren. Von nein. Max Emre, das so deutlich zu weit ging, dass sogar der ich hasse diesen Idioten, wirklich. Anwalt der will immer nur Sommecke sich bereits dazu äußerte. Und zwar hat Max in einem Live-TikTok-Video angekündigt, dass er sich auf TikTok eine Glatze rasieren wird, wenn er 100 Zuschauer ich glaube, das hat er in 300 gemacht. 3, 2, 1, 0. Aber auch nachdem ihm dann mehrere er hat noch immer noch seine Haare. Menschen live zusahen, setzte Max sein Versprechen nicht in die Tat um. Das wirklich Miese an der Aktion war aber eigentlich nicht, dass Max sich keine Glatze hat rasieren lassen, sondern dass er die Zuschauer dabei ständig aufforderte, Münzen zu spenden, um dann die Chance zu haben, Moderator bei ihm zu werden. Da diese Münzen gegen echtes Geld gekauft werden müssen, nutzte Max nur die Aufmerksamkeit seiner Fake-Aktion aus, um von den minderjährigen Zuschauern möglichst viel Geld zu erlangen. Am Ende brach der TikToker sogar den Stream ab, ohne dass er jemandem, der spendet... Dann kam auch noch so, wenn eine Beleidigung kommt, dann beende ich den Stream und dann wird gar nichts mehr geschehen und so. Es kamen hunderte Beleidigungen und der Stream wurde nie beendet. Es ist einfach nur eine... ekelhaft, wirklich.
ekelhaft. Status gegeben hatte. Anwalt Christian Solmecke bewertete die dreiste Aktion als Täuschung der Zuschauer und schloss auch rechtliche Konsequenzen dafür nicht ganz. Und ich glaube kaum, dass ihn jemand anzeigt für sowas. Nummer 7 und einem TikTok, was die Tochter. Ja, der ist so geil gewesen. Der ist so geil, der Mann. Im Corona gehabt, oder? Und was sie dann später auf der Videoplattform hochlud. In dem Zusammenschnitt. Trainer in Homeoffice. Er war auch dann beim Schauen eines Spiels seiner Mannschaft völlig eskalierte. Immer wieder brüllt der bekannte Trainer wütend. Setzt sich ja fast auf seinen Hund drauf. Was den Hund der Familie, der versucht, sichtlich verstörte. Sowohl seine eigene Mannschaft als auch das gegnerische Team kriegen hierbei ihr Fett weg. Und man kann erahnen, wie stressig es sein muss, mit diesem Mann zusammen ein Fußballspiel anzusehen. Stopp. Sie haben die ganze Story nicht erzählt. Und zwar ist er ja der Trainer von 1. FC Köln und er hatte während der Zeit Corona und hat dann auch immer wieder mit dem Co-Trainer telefoniert, geschrieben und so weiter und hat sich da natürlich drüber aufgeregt. Also ich glaube nicht, dass er bei jedem Fußballspiel einfach ausrastet oder so, aber ist ja klar, wenn er der Trainer der Mannschaft ist, regt man sich dann natürlich drüber auf. Also ja, ich meine, das ist ein bisschen aufgepusht. Also viel zu weit, finde ich, ging da gar nichts. Ich meine, Drama, ich finde, das ist ein bisschen zu viel Drama. Ich meine, ja, den Hund gefällt vielleicht nicht, wenn man schreit, aber wenn der Fernseher mal ein bisschen zu laut ist, dann ist es eigentlich fast genauso das Gleiche. Also, sorry, ich möchte ihn da nicht in den Schutz nehmen oder so, aber nein, also das ist nicht viel zu weit. Das ist eine normale Reaktion, denke ich mal. Ich denke auch, jeder wird so reagieren, wenn er bei der WM oder so. Völlig harmlos wirken dürfte, das aber für den TikToker selber sehr schlimme Konsequenzen hatte. Der Busfahrer Markus aus Gera in Thüringen wollte sich eigentlich nur einen Spaß erlauben und filmte sich selbst dabei. Ich habe schon grausame Befürchtungen. Andere Busfahrer, männliche und weibliche Freunde und seine besten Freunde grüße. Das habe ich noch nie gesehen. Bei dem Punkt, wie ich meine besten Freunde grüße, aber seinen Kopf aus dem fahrenden Bus streckte und ganz wild winkte, gefiel seinem Arbeitgeber allerdings überhaupt nicht. Als Konsequenz auf das TikTok-Video wurde der Busfahrer dann nämlich tatsächlich sofort entlassen. Und das auch noch nur 2 Wochen vor Weihnachten. Und so hatten Markus und seine Töchter nur wegen dieses einen TikTok-Videos ein trauriges Weihnachtsfest. Und der Familienvater wusste lange Zeit nicht, wie es bei ihm überhaupt weitergehen sollte. Kommen wir nun zu Jules Boring Life. Serie von Videos der deutschen TikTokerin Jules Boring Life, die vielen ihrer Fans eindeutig zu weit ging. Die TikTokerin lässt ihre Follower nämlich immer hautnah. Der hat so viele Millionen Abonnenten. Authentisch an ihrem Leben. Oh, kommt es mit der Weinflasche? Da gibt es so viele cringe Momente. Und zeigt dabei jedes kleinste Detail aus ihrem Alltag. Daher fieberten ihre Fans auch richtig enthusiastisch mit, als sie im letzten Jahr eine einschneidende Änderung ankündigte. Jule wollte nämlich bei ihren Eltern ausziehen und endlich auf eigenen Beinen stehen. Was für die meisten Promis und Influencer vielleicht nur ein Randthema wäre, war auf Jules TikTok-Account eine Riesensensation, da sie und ihr Elternhaus immer Teil der TikToks waren und sie ihr Leben ohnehin fast vollständig mit ihren Followern teilt. Millionen von Fans trauerten deshalb mit Jule mit, als sie unter anderem erzählte, wie sehr sie die gewohnte Umgebung und ihre Freunde vermissen wird, wenn sie erst einmal in einer WG wohnen wird. Nachdem ihre Fans nach den vielen Ankündigungsvideos sogar immer noch bezweifelten, dass Jule wirklich auszieht, bestätigte sie dies dann noch einmal in einem letzten TikTok. Was sagst du dazu? Ja, sie zieht aus. Überraschung, hätte niemand gedacht. Dann zog sie irgendwann zwar tatsächlich aus, allerdings verbrachte sie nur etwa einen Monat in wechselnden Wohnungen mit befreundeten TikTokern, bevor also ist sie das wieder fake zu ihren Eltern zurückzog. Sie ist wahrscheinlich for real nie ausgezogen. Also ich hab's nicht so mitbekommen. Ich hatte nicht in einer WG gewohnt oder so. Egal, ich hab's nie mitbekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die nie vorhatte auszuziehen, sondern einfach immer nur woanders geschlafen hat und ja, dann so, ich hab ihn ausgezogen und so.
Jule nach so langen und vielen Ankündigungen wieder so schnell zu ihren Eltern zurückzog, machte einige Zuschauer anschließend etwas stutzig. Manche Fans von ihr begannen daraufhin die Vermutung aufzustellen, dass Jule möglicherweise alles nur von vornherein geplant habe und sie an sich gar nicht ausziehen wollte. So entstanden immer mehr Fake-Gerüchte und nicht mehr jeder glaubte seitdem daran, dass ihr gesamter lebensnaher Content wirklich so echt ist, wie Jule es immer wirken lässt. Weiter geht's ja, mit der Nummer 4. Da will ich mich jetzt nicht einmischen. Ein Beispiel dafür, dass es fast immer peinlich ausgeht, wenn Erwachsene versuchen, sich bei der Jugend anzubiedern und ihre Trends zu kopieren. Das gilt übrigens auch für Promis. Ausgerechnet der sonst so seriöse ehemalige Tagesschausprecher Jan Hofer lud in einem TikTok Da gibt's auch Ernst von Österreich. Hier auch hoch, indem er sich an einem TikTok-Trend beteiligte, um für seine Sendung zu werben, aber seht einfach selbst. Die Mimik ist ja... Den Zuschauern ging dieses TikTok doch etwas zu weit, weil sie fanden, dass der Journalist sich mit diesem Versuch, bei jungen Leuten gut anzukommen, einfach nur... Nein, also erstens mal muss man ja auch sagen, er war bei Let's Dance, alles danach kann man eigentlich ja... Ich konnte den Mann nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, nach Let's Dance und nachdem er zugegeben hat, dass er Reality TV liebt, kann man den auch nicht ernst nehmen. Sorry, ich meine, man kann doch nicht sagen, er ist jetzt cringe oder so, weil das auch ein Österreicher gemacht hat, wie Zip auf TikTok online ging. Ich finde das sogar ziemlich lustig, aber muss halt dann jeder selber wissen. Blamierte. Auf der Nummer 3 befindet sich die Influencerin Nicole Dobrikow, die auf TikTok vor allem durch ihren sehr freizügigen Content bekannt wurde. Zwar sind viele TikToks von Nicole sehr anzüglich, weil das nun mal ihr Konzept ist, dieses TikTok Video ist nämlich zu sehen, wie sie scheinbar mit den Armen in einer Waschmaschine feststeckt und dann laut nach ihrem Papa ruft, der sie aus dieser misslichen Lage befreien soll. Nicole parodiert in diesem Video nämlich eindeutig Szenen aus Erwachsenenfilmen, bei der im Anschluss der Rettungsversuch nicht ganz jugendfrei bleibt. Dass Nicole in dieser Parodie dann aber nicht etwa nach ihrem Freund, sondern ausgerechnet nach ihrem Papa ruft, war vielen Zuschauern Das ist, aber man muss auch sagen, die geht in jedem zweiten Video zu weit. Also sorry, also man kann jetzt nicht sagen, das ist irgendwas Neues. Das ist eigentlich immer Standard bei dir, dass es viel zu weit alles geht. Heftig. Kommen wir nun zur Nummer 2 und einer TikTokerin. Och, das ist das Little Girl, oder? Die ihr schon einmal selber gesehen habt. Und zwar handelt es sich um Elaine Victoria, die in Hamburg bei Aldi als Kassiererin bei Aldi, genau. Und deren TikToks aus dem Supermarkt im Internet so viral gingen. Die als Aldi Girl bekannt geworden Little Girl. Sammelte allein mit diesem Video, das sie an der Kasse sitzen zeigte, während sie zu Songs lip-synkte und sich bewegte, über 28 Millionen Views. Das war viel, ja? Während sie viele Zuschauer mit ihrer sympathischen Art begeisterte, gab es allerdings auch andere, die fanden, dass ihr TikTok etwas zu weit ging. Einige ältere Zuschauer fanden es nämlich komplett unangebracht, dass sie sich als Kassiererin während der Arbeitszeit so im Internet zeigt und verlangten dann in den Kommentaren, dass sie doch eher ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen solle. Für all die selbst war Mega Werbung. Aber kein Problem. Und so hatte sie weiterhin. Na, absolut nicht. Ich meine, das ist eine Riesenwerbung bei 28 Millionen Leute, die das gesehen haben. Und das nicht nur in Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern weltweit. Ich denke mal, die hat auch eine riesen Community oder eine mega Menge an Leuten angesprochen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass RTL das feiern wird. Auch ihren Job. Zum Schluss kommt RTL, Mann. 1 und der TikTokerin Jacqueline aus. Jetzt bin ich aber komplett lost. Natürlich, dass Aldi bzw. Hofer in Österreich das feiern wird. Lörrach in Baden-Württemberg. Dass man seinem Ex hinterher trauert, wenn eine Beziehung zu Ende ist, kennen sicher viele von euch. Was Jacqueline allerdings gemacht hat, um die Aufmerksamkeit ihres Ex-Freundes wiederzubekommen, ging jedoch eindeutig zu weit. Die 24-Jährige ließ nämlich kurz nach der Trennung ein professionelles Hochzeitsfotoshooting machen, in dem sie sich glücklich in den verschiedensten Posen ihrem Ehemann zeigte. Das Problem dabei war nie jedoch, drauf. Dass Jacqueline
zu dem Zeitpunkt überhaupt keine neue Beziehung hatte, geschweige denn geheiratet hatte. Tatsächlich hatte die TikTokerin alles komplett gefaked, nur damit sich ihr Ex-Freund wieder bei ihr meldet. Das war nichts. Hat ihr verwirrter Ex-Freund später übrigens wirklich. Oh, und doch. Das TikTok der 24-Jährigen sammelte so 800.000. Über 3 Millionen Views. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Ja, am schlimmsten natürlich der Busfahrer. Die meisten TikToks kennt man, aber das mit dem Busfahrer kannte ich noch nicht. Wusste auch nicht, dass der gefeuert worden ist. Ja, bei manchen, da ist auch der Ruf eigentlich eilt ihnen schon voraus, dass man eigentlich schon weiß, ja, die ist so und das ist so. Abonniert gerne den Channel. Schaut auch unbedingt gerne auf meinem TikTok-Account vorbei. Links wie immer unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert hier gerne den Channel kostenlos für mehr Formlines und Reactions. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao. Stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.